Wie kann man Beförderungskosten berechnen? Gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten. Beförderungskosten werden in der Regel berechnet nach Gewicht oder nach Art der Ware. Oft gibt es hier auch Kombinationen, Gewicht und Art der Ware und Entfernung. Ja, oft auch Kombinationen aus den dreien hier. Das ist die Grundlage für die Berechnung von Beförderungskosten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.